Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Factorio. Weiter geht's. Wir sind hier, um den nächsten Bauabschnitt zu machen. Das werden wir jetzt mal versuchen. Also, was heißt versuchen? Wir werden es einfach machen, ne? Wir werden es einfach machen. So, der muss leider weg. Hat bestimmt Millionen von Jahren ist er hier gewachsen. Dass er genau so aussieht. Aber leider nein, leider gar nicht. So. Ein Step noch mehr. Ein Step noch mehr. Jetzt sieht gut aus. Okay. Machen wir hier wieder dasselbe. Hier den... ihn hier hin. Und... ihn hier hin. Lass mal ein bisschen Platz. Wir müssen noch die Filter holen. Und hier noch ein bisschen, alles klar. Die haben wir nämlich vergessen, wieder mitzunehmen. Also, einmal das, 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 das. Das, 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 das. Sonst haben wir noch die Filterdinger. Von dem Rest müssen wir eigentlich noch genug haben. Ja. Okay, gucken wir mal ganz kurz. Bauen wir jetzt zusammen so. Wir haben hier noch den... keinen Strom. So. Okay. Strom haben wir auch. Dann gehen wir hier einmal durch. Wir werden die einmal wieder umpflanzen, dass es nach links rausgeht. Okay, was wollten wir jetzt hier machen? Scheiße, ich habe schon wieder vergessen. Wir wollten hier machen die diese Basic Elektronik Components. Jetzt bin ich gerade am überlegen, ob wir das nicht schon gemacht hatten. Warte mal. Hier ist grüne Tin. Das machen wir jetzt auch direkt mal einen Punkt rein. Weil die, wie gesagt, die hatten wir letztes Mal vergessen. Wireless. Ja. So. Okay, da haben wir nichts. Hier haben wir Kupferwireless. Hier müssen wir, glaube ich, eher... brauchen wir gar nicht suchen. Okay, noch besser. So, haben wir. Meine Güte, wer parkt denn da draußen? Ich hoffe, man hört das nicht so. Aber der hat irgendwelche Bremsprobleme. Jo, gut. Okay, dann brauchen wir das doch. Alles klar. Wir brauchen hier Input von Tin und Carbon. Also von Tin und Carbon. Einmal die. Doch 10.000, oder? So, 10.000 davon. Carbon machen wir auch 10.000. Carbon. Die waren hier. Machen wir auch 10.000. Sorry. Okay, dann werden die schon mal angeliefert. Dann können wir hier... schon mal zwei raus. Wie viel brauchen wir? Ja, passt. Carbon und Dingsbums rauslassen. Carbon und die Tin Wireless. Wireless Tin. Okay. Dann haben wir das auch schon mal. So, jetzt gucken wir einmal. Wir brauchen 32 Stück. 32 Stück. Das bedeutet, wir fangen ziemlich weit hinten an. 1. Ich weiß nicht, ob es richtig war, aber wir werden es gleich sehen. Einmal das, einmal das, einmal das, einmal das. Scheint richtig gewesen zu sein. Sehr gut. Einmal lang. Einmal lang. Dann kopieren wir uns das Ganze einmal und stellen das hier hin. Dann das. Und das. So. Na? Okay, perfekt. Zweiunddreißig Stück. So, Wo sind denn die? Die müssten doch hierbei sein, oder? Nö.
Da. Okay. Also, das, das und das. Dann müssen wir den noch machen. Den dürfen wir nicht vergessen. Haben wir eigentlich eingestellt. Kurz, lang. Kurz, lang. Ja. Okay, dann haben wir jetzt hier 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. So, okay. Wir setzen schon mal die Bells hier hinten dran. Oh, das war falsche Richtung. Das war immer noch falsche Richtung. Wie kann man denn hier zweimal in die falsche Richtung bauen, Mann? So. Okay, das da dran. Das hier dran. Okay, das wird dann dorthin geliefert. Jo, und hier ist es eigentlich relativ einfach. Werden hier jetzt einfach zwei Eingänge hinmachen. Falsche Richtung. Und lassen die einfach direkt da rein. Und da rein. So. Und dann sind wir auch da schon mit fertig. Fein. Was ich jetzt gerade noch nicht so fein finde, dass der nicht rausgegeben kann. Wir hatten eigentlich ausgerechnet, dass es funktioniert. Warum macht er jetzt diesen Move? Okay, er kann hin und wieder welche ablegen, aber nicht wirklich viel. Naja, egal. So. Oh. Oh. Wir müssen gleich nochmal nach oben. Scheiße. Ich hab was vergessen. Ey. Ei. Okay, wir müssen jetzt mal ganz schnell laufen. Und zwar, wir müssen natürlich ein Cap einbauen, wie viele davon maximal rein dürfen. Sonst produziert er uns natürlich die ganze Karre voll. Was ja erstmal relativ egal ist, aber muss ja nicht sein, ne? So, warte mal, das kommt dann hier hin und dahin. Dann machen wir hier. Okay. Da. Dann tun wir 20.000 rein. So. Und so. Okay. So, wir müssen nochmal ganz kurz nach Carbon oben. Weil das ist jetzt eigentlich fertig. Was hier noch fehlt, ist der Radar. Den stellen wir natürlich auf. Dass wir auch gucken können, was da unten passiert. So. Achso, und der Punkt fehlt. Den machen wir auch noch. Den machen wir natürlich auch noch. So, der Punkt kommt hier hin. Okay, dann fahren wir nochmal ganz genau um. Wie gesagt, das habe ich voll vergessen oben. Scheiße. So, da fahren wir dann mal hin. Okay, aber dass die zwei hier nicht laufen, ist ärgerlich. Oh, shit happens. Also wir kriegen hier richtig gut was raus. 20.000 habe ich gesagt. Wir sind jetzt schon bei 7. Also alles gut. Alles gut. Okay, dann können, würde ich sagen, können wir den Step auch wieder abschließen. Weg damit. Weg damit. Sorry. Hallo. Wie viel habt ihr denn schon drin? 24.000. Oh, geht ja. Geht ja. So, das tun wir auch hier hin. Dann suchen wir uns hier Carbon raus. Carbon. Das müsste da sein. Dann hier 20.000. Und hier 20.000. Ich weiß nur nicht, ob 20.000 zu viel sind oder zu wenig. Also zu viel ist es auf jeden Fall nicht. Also wenn eher zu wenig. Naja, wir lassen es mal. Das können wir ja immer noch anpassen. Wobei, warte mal. Warte mal. Das wären jetzt 3 Reihen. Okay, warte mal. Machen wir 40.000. Machen wir 40.000. Gut.
Also jetzt bei dem Carbon auf jeden Fall. Okay, dann haben wir die nächsten Step auch fertig. Das bedeutet, wir fahren wieder nach Haus. Gucken mal, was wir jetzt noch brauchen. Jetzt bräuchten wir noch das hier alles. Da waren wir ja eigentlich am Überlegen, ob wir es nicht neu bauen. Dann bräuchten wir das hier alles. Und jetzt wird es eigentlich schon schwer, ne? Wenn ich jetzt sage, so, für was sollte ich denn jetzt hier eigentlich zwei Slots machen? Also ich bräuchte ja jetzt ja wirklich den Slot, den Slot, den Slot. Den machen wir aus. Aber warte mal. Genau, den machen wir aus dem hier. Das machen wir wiederum daraus. Dann brauchen wir das. Kurz überlegen. Ihn brauchen wir noch. Den können wir aus Mutt oder Sand herstellen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, was besser war. Ich glaube Mutt. Jetzt bräuchten wir Mutt. Aber Mutt haben wir ja so oder so im System eigentlich von oben. Und das bräuchten wir dann auch noch. Hoppala. Übeler. Das da bräuchten wir auch noch. Und zwar dann aus ihm hier. So, das wären jetzt alle Steps, die wir dafür bräuchten. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Panels. 8 Stück. Boah. Boah. Da bin ich ja dann überlegen, ob wir das machen. Oder ob wir da ein bisschen eindünnen. Ob wir da nicht ein bisschen eindünnen. Okay, da müssen wir wirklich überlegen. Also ich würde jetzt tatsächlich... Also ihn hier würde ich auf jeden Fall einzeln lassen. So. Wobei, würde ich das einzeln lassen? Warte mal, wie sieht denn überhaupt die Produktion hier aus? Also... Nicht, dass wir uns hier über irgendwas Gedanken machen, was wir gar nicht brauchen. Doch, brauchen wir. Okay, die Dinger sind zwar voll. Hell? Wait a minute. Hatten wir nicht irgendwo eine riesen Stromanlage hingebaut? Oder vertue ich mich da jetzt gerade? Da. Pumpen wir dort nichts ab? Könnten wir denn hier abpumpen? Also ich würde jetzt tatsächlich gerade sagen, ja. Könnten wir hier nicht einfach sagen, so, hier zum Beispiel und hier zum Beispiel erst diese Schiene und wenn die voll ist, dann, dann machen wir doch so, oder? Warte mal, das machen wir doch so. Okay, wir machen es anders. Wir machen es so, wie ich jetzt gerade gesagt, erklärt habe. Wir gehen erstmal nach oben, holen nochmal ein paar Bauteile. Und dann schauen wir da mal weiter. Wo ist da die Warenhäuser? Warenhäuser, Warenhäuser, da. Was ist doch... Hä? Wir haben da eine Riesenproduktion, die so oder so jetzt gerade nicht wirklich komplett ausgelaufen ausläuft. Dann können wir es doch da anbieten, oder nicht? Und dann haben wir den ganzen Kalalatsch hier, den müssen wir so oder so machen. Aber ich würde zum Beispiel das hier, das hier, das hier, das schon mal in einem Betrieb machen. Also bis zu dem. Also diesen kompletten Step würde ich in einem machen. So, dann würde ich tatsächlich... Jetzt muss ich kurz überlegen, dass das angeboten wird, dann würde ich diesen Step auch in einen Zug machen. Also in einem Block. Also, wenn wir es machen müssten. Aber müssen wir ja nicht. So, wir laufen hier mal irgendwie durch. Laufen dann nochmal ein Stückchen nach unten. Und zwar würde ich das jetzt ganz einfach machen. Mal gucken, ob es so einfach wird. Hey! Das, das weg. Dann... das da und das da dahin und sagen immer
die Seite zuerst. Ich suche gerade schon den Weg, wie ich da rüberkomme. Also der ist klar. Und der ist klar. Die können nicht so weit, oder? Oh, doch. Okay, ich habe nichts gesagt. Wir haben doch schon einen Weg gefunden. Okay, dann würde ich nämlich jetzt hier, da nicht, aber da oben, einfach eine Haltestelle hinmachen. Und let's fucking go. Also. So. Ach, nee. Oh, wirklich? Bitte lass mich nur welche im Zug haben. Ich habe keinen Bock, die selbst zu bauen. In der Zwischenzeit können wir aber trotzdem was machen. Und zwar zwei Inputs. Hier und da. Dann bauen wir das runter. Das runter. Ah, das sieht nicht so gut aus. Das sieht nicht so gut aus. Nö, okay, wir müssen nochmal laufen. Weil das baue ich nicht selbst, auf jeden Fall nicht. Haben wir ja 3 Stunden für. Raus hier. Wir laufen ganz kurz rüber. Und holen uns neue Nanos. Wir holen uns neue Nanos. So. Okay. Sorry. Den hätte ich besser planen sollen. Müssen, können. Müssen, müssen. Wir nehmen uns mal 2, 3 mit. Okay. Nanos sind da. Wir laufen ihn zurück. Ey. Der Strandbuggy war im Weg. Mir fällt auch die ganze Zeit auf, dass die Forschung nicht weiterläuft. Da sollten wir auch gleich mal gucken, was denn dort das Problem ist. Okay, dann noch ein Stück runter, dann noch ein Stück hoch. Wie sieht's hier aus? Die sind pari, mehr oder weniger. So. Okay, das verbinden wir einmal. Dann dürfte das jetzt alles fertig sein. Und dann machen wir hier auch eine kleine Fahne hin, dass wir sagen, dass wir hier Charcoal holen. Charcoal. Nein, da war sie. Ich habe sie gesehen. Da. Okay, machen wir direkt da drauf. Okay, dann haben wir nämlich die Charcoal hier auch drin. Wir machen hier aber auch einen Cap rein. Nicht, dass die hier voll laufen. 30.000. Finde ich jetzt, denke ich, ein guter Wert. Auch hier so. Ja, dann kann die nämlich ganz langsam vorlaufen. Wir haben jetzt schon 1.500 da drin. Also von daher läuft das. Okay, wir gucken mal ganz kurz. Ah, in den Zug steigen wir schon mal ein und fahren nach Hause. Das ist schon mal das Erste. Und jetzt würde ich gerne wissen, warum funktioniert die Forschung aktuell nicht? Hier fehlt dir was? Oh, warte mal. Der produziert... Okay, der ist voll. Okay, der produziert nicht. Ihm fehlt der Gegenzug. Also das hier. Nee. Warte mal, was fehlt ihm denn? Ihm fehlt das hier. Dann fehlt ihm also das und das. Er nimmt von oben irgendwas, scheinbar. Glas, oder? Jo, Glas. Okay, warum haben wir kein Glas? Warum haben wir kein Glas? Hallo. Da läuft gerade Glas. Aber es schwinden sehr wenig. Muss ich mal sagen. Aber die laufen tatsächlich alle. Okay, warum kommt denn hier so wenig an? Was passiert hier?
Okay, also es läuft gerade. Also ich wüsste jetzt nicht, dass wir hier Probleme haben. Vielleicht ein bisschen wenig Produktion. Jetzt gleich springt er hoch auf 2000. Dann dürfte er nämlich holen. Okay, wir machen auf jeden Fall zu wenig Scherbe, zu wenig Quarz. Weil alles andere ist proppenvoll, wenn man sich das hier so anguckt. Bis auf Eisen, ja okay. Und Quarz. Heißt also, auch da müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinbekommen. Okay, das machen wir dann als nächstes. Oder danach. Oder da. Oder danach. Charcoal machen wir erstmal weg, weil wir das gelöst haben. Dann haben wir jetzt nur noch den Step. Und da müssen wir dann nochmal reingucken. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.